Hast du schon einmal von Oxidationsmitteln gehört, die Parasiten quasi wegbrennen können? In unserem heutigen Interviewausschnitt erklärt der Heilpraktiker und Naturwissenschaftler Dr. Hartmut Fischer, wie Oxidationsmittel in der natürlichen Gesundheitspflege eingesetzt werden, um Parasiten effektiv zu bekämpfen. Dr. Fischer wird uns die Wissenschaft hinter diesen kraftvollen Substanzen vorstellen und diskutieren, wie sie sicher angewendet werden, um Gesundheitsprobleme, die durch Parasiten verursacht werden, zu behandeln. Bleib also dran, wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest und vergiss nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ist es dann aber so, wenn zu viele von diesen freien Radikalen sind und quasi das Gleichgewicht kippt, dass es dann problematisch werden kann, beziehungsweise dass dann mehr Antioxidantien gebraucht werden? Ja. Es geht auch hier natürlich wie immer um die Dosis, die das Gift macht. Mhm. Das ist klar. Im Normalfall, ich sage mal, wenn ein Mensch in eine außergewöhnliche Situation kommt, vielleicht Gefahr oder wie man früher gesagt hat, Kampf oder Stress oder Erschrecken oder so etwas, wird eben die Bildung von Radikalen auch benötigt, und sie wird auch eben benötigt, wenn Entzündungsvorgänge ablaufen, die ja vom Grundsatz her auch eine Art von Heilungsablauf mhm. sind. Ja, also eine Entzündung hat ja eine Ursache, wie ich vorhin sagte, ein Gewebeabschnitt wird nicht gut ver- und entsorgt, es sammeln sich Abfallstoffe an und so weiter, und der Körper reagiert mit Entzündung oder aufgrund einer Verletzung oder so etwas. Also da läuft das eben in einem geordneten Rahmen ab. Und bei den Radikalen ist es sogar so, dass nicht einmal so sehr die Menge, die akute Menge der Bildung ausschlaggebend ist, sondern der Zeitraum. Mhm. Es kommt also darauf an, dass die Bildung von freien Radikalen möglichst schnell wieder endet. Mhm. Und da sind wir natürlich an der Schwelle zu dem, was wir als chronische Erkrankungen bezeichnen, die vielleicht aus chronischem Stress entstehen oder aufgrund von nicht ausgeheilten Verletzungen oder Entzündungen oder solchen Dingen. Das heißt, wenn das zu lange Zeit anhält, die Bildung von freien Radikalen, dann ist das natürlich durchaus gefährlich und sehr ungünstig. Und da arbeiten wir dann natürlich mit Reduktionsmitteln, also sprich mit Antioxidantien. Und das kennen wir auch lange Zeit im Sinne von Vitamin C, Vitamin E, im speziellen Fall auch mit DMSO, dann natürlich, wenn es sich um Hydroxylradikale im entzündlichen Gewebe handelt, mhm. Oder von Wasserstoff. Ja, inzwischen gibt es eine große Wissensbasis zum Thema Wasserstoff, das auch ein sehr gutes und natürliches Reduktionsmittel, also Antioxidanz, das mehr in Asien und in den USA schon eingesetzt wird als bei uns hier in Europa. Okay. Du hast jetzt schon häufiger angesprochen, dass du ja bei der Wahl der Oxidationsmittel auch ja auf deine Erfahrungen aus deinen früheren Tätigkeiten zurückgreifen konntest. Was sind denn so die klassischen oder auch die effektiven Oxidationsmittel, die ja man medizinisch oder auch zu Hause im Hausgebrauch anwenden kann? Also ich denke, dass also neben dem Sauerstoff, den habe ich ja erläutert, ja, also ja. Atemtherapie, Sauerstoff, Wechsel zwischen Höhe und also Höhenluft und niedrigeren Höhen und so weiter, also den Sauerstoff zu benutzen, ja, was ja auch Pfarrer Kneipp gemacht hat und andere traditionell, das ist am längsten bekannt. Und dann kam eben irgendwann das Ozon dazu, dass man eben durch elektrische Entladungen herstellen konnte. Und damit hat man vieles gemacht in der Medizin, auch vor langer Zeit schon, hat aber eben hier das Problem, dass es erstens ein sehr, sehr starkes Oxidationsmittel ist. Also das wirft rein praktische Probleme der Handhabung schon mal auf, mhm. ja, weil eben Instrumente kaputt gehen und Gummi kaputt geht und so weiter. Und auf der anderen Seite muss man eben damit so vorsichtig hantieren, und es zerfällt auch sehr rasch wieder. Ne? Also das ist, sagen wir mal, vom Praktikablen her nicht so ideal,
Und irgendwann kam dann das Wasserstoffperoxid dazu, das also lange Zeit auch in Kliniken sehr verbreitet war zur Behandlung von chronischen, also chronisch infizierten Wunden, ja, bei Diabetikern oder nach Verletzungen, nach Kriegsverletzungen natürlich auch ganz häufig und solche Dinge. Mhm. Und da hat man damals unwissend eigentlich eben die Natur imitiert, ja, das Wasserstoffperoxid einzusetzen, um ja, Mikroorganismen, die zumindest äußerlich zugänglich waren, eben zu eliminieren und damit, ja, wie wir ganz normal sagen, auch Desinfektionen zuzuführen. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Und ein weiteres klassisches Oxidationsmittel war das Kaliumpermanganat, eine Substanz, die eben pulverförmig ist, ein Salz, wie der Name schon sagt. Und das kann man in Wasser auflösen und das ist auch ein sehr starkes Oxidationsmittel. Damit kann man äußerlich sehr viel machen, bei Pilzinfektionen, bei bakteriellen Hautinfektionen, Furunkeln. Ja, was uns da jetzt alles einfallen mag, aber man kann es nicht innerlich verwenden. Und wenn man so sagen kann, eine neue Welle des Einsatzes oder zumindest des darüber Nachdenkens, was man mit Oxidationsmitteln so machen kann, ist dann eben durch das Chlordioxid entstanden. Das wurde zwar auch schon in den 70er Jahren intensiv erforscht, auch mit Probandenstudien und so weiter. Es gab verschiedene Patente. Aber es ist natürlich nie, sagen wir mal, in den Haushalt gekommen, ja, als Hausmittel lange Zeit, wo das Wasserstoffperoxid ja schon gewesen ist. Also das hat auch meine Oma, ja, wenn ich vom Fahrrad gefallen war und mir das Knie geschürft hatte, kam da eben Wasserstoffperoxid drauf. Und das Chlordioxid hatte dann ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist eben, dass man es auch innerlich anwenden kann. Und der Nachteil ist, dass man es eben zurecht machen muss, sozusagen aus zwei Komponenten. Und da eben, wie ich schon erwähnt habe, viele Menschen nicht so richtig aufgepasst haben in der Schule, auch nicht, wenn Experimente gemacht wurden, ist da eine gewisse Hemmschwelle da, weil man in der Tat natürlich tatsächlich auch Fehler machen könnte. Das habe ich auch schon erlebt, ja, dass Leute aus dem Seminar nach Hause gefahren sind und dann mir berichtet haben, dass sie natürlich direkt mal die Flaschen verwechselt haben. Ja, also man muss einfach da ein bisschen ordentlich arbeiten mit der richtigen Beschriftung auf den Flaschen und eben einer Anleitung, die man da benötigt. Ja, und zu guter Letzt sind wir jetzt eben, sagen wir mal, in der glücklichen Lage, dass wir das Oxidationsmittel des einjährigen Beifußes nutzen, das quasi eigentlich alle Vor- und Nachteile egalisiert, die diese anderen Oxidationsmittel haben. Also es gibt noch mehr. Es gibt auch noch das Magnesiumperoxid. Das wird zum Beispiel als Ozovit auch angeboten als Arzneimittel zur Darmsanierung. Das ist übrigens wieder ein sehr schönes Beispiel, denn es wird sehr häufig gefragt, und ich nehme fast an, dass du es dann auch noch fragen willst, ja, machen wir nicht mit einem Oxidationsmittel alles kaputt, sozusagen auch die Mikroorganismen, die uns gut tun oder die uns helfen, ja? Und Ozovit wird vertrieben als Darmsanierungsmittel, das heißt, das ist Magnesiumperoxid und macht eben natürlich auch unselektiv erstmal alle Bakterien kaputt oder dezimiert sie stark. Aber jetzt kommt wieder das natürliche Prinzip. Die aeroben Mikroorganismen, die ja Oxidations,
unempfindlicher sind, ja, weil sie eben an Luftsauerstoff auch sich wohlfühlen oder angepasst sind, die können sich natürlich wesentlich schneller regenerieren in einem oxidativen Milieu, in einem oxidativen Umfeld. Also das nur als kleine Beispiele. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten an Mitteln, aber der einjährige Beifuß hat eben vieles ausgeglichen, was vorher ein bisschen schwierig war mit der Handhabung, weil das Oxidationsmittel darin, das sogenannte Artemisinin, ein Endoperoxid, ein organisches, eben viel stabiler ist als Wasserstoffperoxid, als Chlordioxid, als Magnesiumperoxid, als Ozon sowieso. Es ist also viel stabiler. Das heißt, wir haben hier die wunderschöne Möglichkeit, wenn wir das aufnehmen, sei es als Tee oder als frisch, ja, frisch vom Strauch, wie Salat gegessen oder wie auch immer, dann hat das eben die Möglichkeit, lange Zeit im Körper zu wandern und unterwegs zu sein und entsprechend dann oxidativ zu wirken. Okay. Ich würde jetzt noch ein paar Fragen stellen zu denen, die du gerade so genannt hast. Wird wahrscheinlich auch viele von den Zuhörern jetzt, sind ein paar Fragen aufgekommen, zum Beispiel zum CDL. Hast du gesagt, dass da der Nachteil ist mit dem Zusammenmischen und so weiter. Das sind ja quasi zwei Bestandteile. Fällt dieser Nachteil dann weg, wenn man eine fertige CDL kauft, eine Chlordioxidlösung, die schon quasi einsatzbereit ist? Naja, das ist eine Krücke. Also das ist eine Krücke, die natürlich manchen Leuten den Zugang erleichtert, die aber wenig optimal ist. Chlordioxid zerfällt schon in dem Moment, wo man es erzeugt hat, wieder. Mhm. Unterschiedlich schnell durch Lichteinfluss, durch Temperatureinfluss, durch Verschmutzungseinfluss. Also allein wenn in dem Wasser, in dem man das Chlordioxid löst, sich irgendwelche Metallionen befinden, Eisenionen, Manganionen oder irgendwas, was wir ja immer haben, auch im Wasser, normalerweise, wenn das nicht dreifach destilliert ist und so. Also das zerfällt eben, das heißt, das ist eine suboptimale Sache. Ich empfehle deshalb immer, Chlordioxidlösung selbst frisch herzurichten. Das geht auch sehr einfach, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja. Wenn jetzt Menschen sagen, sie wollen partout etwas Fix und Fertiges kaufen, dann rate ich an der Stelle eben eher zum Wasserstoffperoxid, weil das pH-Wert stabilisiert ist und lange Zeit eben gebrauchsfähig ist. Vielen Dank, dass du dir unser Interview heute mit Dr. Hartmut Fischer über den Einsatz von Oxidationsmitteln zur Bekämpfung von Parasiten angesehen hast. Wir hoffen, dass du jetzt ein besseres Verständnis dafür hast, wie diese kraftvollen Werkzeuge funktionieren und wie sie in der Praxis angewendet werden können. Wenn du mehr über innovative Behandlungsmethoden und naturwissenschaftliche Ansätze in der Naturheilkunde erfahren möchtest, schau dir gerne weitere Videos auf unserem Kanal an. Abonniere uns am besten auch gleich, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Stelle auch gerne deine Fragen hier unten in den Kommentaren und tausche dich mit unserer Community aus. Du kannst gerne auch deine Meinung und Erfahrung mit uns teilen zu diesem heutigen Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.